Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video, mit dabei ist nochmal die Lena, weil wir haben so viel Material. Meine Güte, das kann ich euch nicht vorenthalten und ich würde sagen, bleibt dran. Und Lena, bei der Zahl 3 kannst du gleich nochmal die Augen öffnen. Du wirst nicht aus diesem Zustand erwachen. Und hier, ich halte in meiner Hand so ein Feuerzeug. Handelsübliches Feuerzeug von Aldi. Leider kein Sponsor dieses Videos. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Du hast nur ein Problem. Dieses Feuerzeug, das ist schwer wie Blei. Du schaffst es nicht mehr, das Feuerzeug hochzuheben. Das wird mit jedem Atemzug immer schwerer. Und je mehr du versuchst, das Feuerzeug hochzuheben, umso schwerer wird das Feuerzeug. Das ist richtig verrückt. Bei 3 öffnest du die Augen. Dieses Feuerzeug ist schwer wie Blei. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Hallo. Lena, kannst du einmal probieren, das Feuerzeug hochzuheben? Das wäre super. Einmal einfach nur in die Hand nehmen. Das ist die neue Methode gegen Rauchen. Also man kann einfach kein Feuerzeug mehr anheben. Nehmen wir die andere Hand noch dazu. Was ist denn das Problem überhaupt? Das, keine Ahnung, das klebt irgendwie fest oder so. Klebt fest. Also, ich finde es ganz leicht. Kannst du einmal die rechte Hand so umdrehen? Schweres Feuerzeug, leichte Hand. Versuch mal, die Hand noch hochzuheben. Wie jetzt? Ja, aber es geht nicht, es ist irgendwie zu schwer oder so. Gib alles. Spann die Muskeln an. Nee. Geht echt nicht. Das ist ja blöd. Ja, mit so Feuerzeugen kann man witzige Sachen machen. Lena, fang. Könnte ich stundenlang machen. Das macht richtig Laune. Da kommt man sich so ein bisschen verarscht vor in dem Moment, ne? Ja. Nee. Schlaf. Okay, pass auf. Ich zeige in der Richtung und du guckst einfach nur in die Richtung, in die ich zeige, ja? Also direkt einmal nach links, genau einmal nach rechts, einmal nach oben, einmal nach unten, nochmal nach rechts, nach links, nach oben, schlaf tief und fest. Der Körper entspannt sich immer mehr und mehr. Du sinkst tiefer und tiefer. Du lässt dich immer mehr und mehr entspannen. Und ich zähle jetzt gleich von der Zahl 1 bis zur Zahl 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen und alles, was ich sage, tritt ein. Und egal, was gleich passiert, jede Emotion, die du gleich spürst, wenn du die Augen offen hast, wird dreimal so stark und intensiv sein wie sonst. Du merkst, wie du auf alles viel, viel intensiver reagierst, auf Begeisterung, Freude, Faszination. Jede Reaktion ist viel, viel intensiver und du denkst auch gar nicht drüber nach, wie du dich verhältst. Du merkst einfach, dass das eintritt. Und bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Wenn du die Augen öffnest, dann halte ich hier in meinen Händen einen großen schwarzen Koffer. Und ich werde dir erklären, dass in diesem Koffer Gegenstände sind, die ich errate. Und wenn ich dich gleich wecke, sollst du frei Gegenstände nennen. Und du wirst in jedem Fall folgende Gegenstände nennen, wenn ich dich bitte, dich auf Gegenstände in Gedanken zu konzentrieren. Ein Feuerzeug, eine Batterie und ein Anspitzer. Merkst du noch mal ganz genau, Feuerzeug, Batterie und Anspitzer. Wenn ich dich irgendwann bitte, dich auf den Gegenstand zu konzentrieren, dann denkst du an diese drei Gegenstände: Feuerzeug, Batterie und Anspitzer. Und alles Weitere, was ich dann gleich sage, wird wie von selbst eintreten und du wirst absolut fasziniert sein und hast überhaupt keine Ahnung, wieso. Du
Du kannst dich übrigens natürlich nicht daran erinnern, dass ich dir diese Gegenstände eingeredet habe. Wenn du die Augen öffnest, weißt du das nicht mehr. Es tritt aber trotzdem alles, was ich gesagt habe, ein. Eins, zwei, drei. Hallo Lena, einmal die Augen auf, setz dich einmal entspannt hin. Lena, pass auf, ich habe eine kleine Exkursion beim Kollegen Ben David gemacht. Ich kann jetzt auch Gedanken lesen. Du wirkst total begeistert. Ja, okay, pass auf, ich zeige dir, was ich meine. Kannst du mal spontan an irgendeinen Gegenstand denken? Hast du einen? Ja. Einmal laut sagen, was ist es? Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Was super witzig ist, ich wusste, dass du an ein Feuerzeug denkst, deshalb habe ich hier in dieser Box ein Feuerzeug gehabt. Krass. Tja, nicht schlecht, ne? Kann Wow. natürlich ein Zufallstreffer gewesen sein. Pass auf, wir probieren das direkt nochmal. Kannst du nochmal an einen Gegenstand denken? Spitze. So Anspitzer quasi. Also du kannst bestätigen, das Ding ist zu, ne? Da kann man nicht so ohne weiteres. Okay, pass auf, ich greife einmal rein und was haben wir dort? Ein Anspitzer! Krass. Ja, ich sage ja, ich kann richtig gut Gedanken lesen. Und pass auf, Wie jetzt. das? Ja, das ist ganz gut. Jetzt kommt dritte Nummer. Alle guten Dinge sind drei. Kannst du mal an den dritten Gegenstand denken? Batterie? Diesmal kannst du die Box selber aufmachen und nachgucken, was noch drin ist. Nehm mal raus. Eine Batterie! Okay, krass. Ne? Finde ich auch, ja. Oh, krass, geht alles über Gedankenlesen. Also, was nicht so heutzutage alles funktioniert mit der Kraft der Gedanken. Oh, richtig witzig. Pass auf, wir machen aber Folgendes. Schlaf tief. Und Lena, ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Du wirst nicht aus dem Zustand erwachen. Und du kannst dich auch an das, was ich dir jetzt einrede, nicht erinnern. Aber wenn du gleich die Augen öffnest, bist du der festen Überzeugung, dass es so etwas wie Hypnose nicht gibt. Du bist der festen Überzeugung, Hypnose, das klappt nicht. Das ist alles Fake und bei dir funktioniert das erst recht nicht. Du bist nicht hypnotisierbar. Und da beharrst du auch drauf. Du bist absolut unhypnotisierbar. Niemand kann dich hypnotisieren. Und du bist der festen Überzeugung, Hypnose, das ist so eine Erfindung, so ein typisches Märchen. Gedönst, also das kann keiner. Bei Zahl 3 öffnest du die Augen, alles, was ich gesagt habe, tritt ein. Eins, zwei, drei. Einmal die Augen auf. Geht's dir gut? Du Lena, ich habe mal eine Frage. Glaubst du, dass du hypnotisierbar bist? Nee. Echt nicht. Glaubst du, dass ich dich jetzt hypnotisieren könnte? Denk nicht, nein. Du denkst nicht, wieso? Naja, geht ja nicht, also. Wie geht nicht? Wie soll es gehen so? Ja, ich verdiene damit mein Geld. Ja, naja. Skeptischer. Habt ihr den skeptischen Blick gesehen? Naja, kann es abschätzender sein. Ja, also du sagst, das klappt bei dir auf keinen Fall. Pass auf, wir machen mal ein kleines Experiment, okay? Kannst du mal deine rechte Hand so aufs Knie legen? Das Witzige ist, dass deine rechte Hand genau jetzt da am Knie festklebt. Versuch mal, die Hand hochzuheben. Ich frage nochmal, bist du hypnotisierbar? Was schätzt du? Ich denke nicht, nein. Und wieso kannst du die Hand nicht hochheben? Naja, keine Ahnung, also. Nehm mal die andere Hand und leg die andere Hand mal hier ums Handgelenk. Ist ganz witzig. Die klebt nämlich jetzt auch fest. Ja. Wenn ich dir jetzt sage, das ist Hypnose, würdest du mir das glauben? Nee. Wieso nicht? Weil das nicht geht. Achso, weil es nicht geht, ja. Das ist logisch. Ja. Zauberei gibt es nicht. Das habe ich ja auch, sage ich ja auch immer. Das ist ja völlig erstunken und erlogen. Ja, was machen wir denn da? Kannst du nicht mal wieder deine Hände bewegen? Nee. Irgendwie kleben die fest, Die oder? kleben fest. Ja. Okay, ich lasse das mal so in der Runde stehen. Schlaf tief und fest, ganz locker und entspannt. Bei Zahl 3 kannst du die Augen öffnen und dann erinnerst du dich, was hier gerade passiert ist. Eins, zwei, drei, einmal die Augen auf. So. Du bist also nicht hypnotisierbar.
Ja, scheinbar. Scheinbar doch. Wie war dieses Gefühl, als du gerade wirklich dachtest, du bist nicht hypnotisierbar? Ja, ich war mir ziemlich sicher irgendwie, aber hat dann doch funktioniert. Ja, das ist ja blöd. Haben wir Glück gehabt. Puh. Pass auf, guck nochmal kurz. Schlaf. 3000 Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Die 3000 kommen immer näher. Und falls ihr noch Weihnachtsgeschenke suchen solltet, ich verweise gerne auf die Showtour, die Anfang des Jahres wieder losgeht. Einfach mal vorbeischauen auf www.die-unfassbaren.de/tickets oder auf www.showhypnotiseur.eu. Das lohnt sich sehr. Neue Show, mit der wir seit Oktober touren. Also kommt gerne vorbei. Wird super. Bis dahin. Ciao.